Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es das Monatsupdate für den Monat April. Und ja, es sind ganze 4 Mediabooks in meine Sammlung gewandert und die möchte ich euch jetzt mal ganz schnell zeigen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach ein Update-Video, auch wenn es wenige Mediabooks sind. Und ich weiß, es kommt auch irgendwie ein bisschen verspätet. Aber besser spät als nie, und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Mediabook, das ich mir gekauft habe. Und ja, das war auch das, wo mich am meisten geärgert hat, dass ich mir das überhaupt gekauft habe, ehrlich gesagt. Ja, so sieht's aus. Feedback, sende oder stirb. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt das Unboxing wahrscheinlich gesehen. Hier hinten habe ich eine richtig schöne, dicke Blase. Ihr seht es ja hier. Sieht man das überhaupt durch die Folie? Keine Ahnung. Müsste man eigentlich sehen, ja. Film hat mir auch absolut nicht gefallen. Bezahlt habe ich dafür 19,99 € auf Amazon. Ja, jo, schade jetzt, aber kann man nicht mehr ändern. Ich habe ja ein Verkaufsvideo gemacht, das läuft übrigens noch bis morgen Abend 19 Uhr. Ein bisschen Werbung an dieser Stelle muss sein, falls ihr Bock habt, mir das abzukaufen. Ja, für 20 € oder 19,99 € gehört es euch. Ja, die Blase ist ärgerlich, aber das bleibt auch nicht aus, wenn ihr es auspackt. Das kann ich euch versichern, weil das ist echt absolut doof gemacht hier von Panda Storm, dass die hier so eine Blase und so einen Klebepunkt hier hinten drauf gemacht haben. Und ja, der ging eben absolut nicht ab und den bekommt man auch nicht ab, egal wie vorsichtig man ist. Und da wird man sich auf jeden Fall, auch wenn man sich neu kauft, da wird sich wohl jeder eine Blase reinmachen beim Entfernen des Backpapers. Ja, egal, kann man nicht mehr ändern jetzt, ist jetzt passiert. Ja, auf jeden Fall, das Mediabook habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir noch ein Mediabook gekauft. Noch 3 Mediabooks, aber hier zuerst mal das jetzt. Und zwar Chrome Skull Late to Rest 2 habe ich mir auf Amazon gekauft über einen Dritthändler für, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube 22 € irgendwas, aber bin mir echt nicht mehr sicher. Unboxing dazu gibt es aber schon, da könnt ihr gerne mal reinschauen und da werde ich es auch bestimmt sagen. Ja, Chrome Skull Late to Rest 2, richtig schickes Mediabook. Film habe ich schon mal vor längerem gesehen, aber ich warte noch, bis ich mir den ersten Teil im Mediabook gekauft habe, wenn ich ihn mal günstig bekomme. Und dann werde ich ja, mir beide Teile anschauen. Und dann wird es dazu natürlich auch eine Review auf meinem Kanal geben. Ja, Mediabook echt top, richtig schick. Jo, und für diesen Preis konnte ich da auch absolut nicht Nein sagen, ja. So, dann habe ich mir noch ein Mediabook gekauft. Und zwar Battle Royale Teil 1 und Teil 2 im schicken Mediabook von Cape Light Pictures. Ja, richtig toll. Den ersten Teil habe ich schon gesehen. Review dazu gibt es schon. Den zweiten Teil werde ich mir noch anschauen und da werde ich natürlich auch eine Review zu machen. Richtig schickes Mediabook auf jeden Fall. Ist sehr schlicht designt, aber ich finde gerade das Schlichte hier richtig schick. Kann ich euch auch absolut nur empfehlen. Ja, hier gibt es auch ein Backpaper, nicht wundern, aber das habe ich jetzt hier in der Schutzfolie drin. Jo. Wenn ihr das Backartwork sehen wollt, müsst ihr euch einfach mal mein Unboxing zu anschauen. Könnt ihr gerne machen. Ja. Battle Royale 1 und 2 im Mediabook für 34,99 € übrigens. So, und dann habe ich mir noch ein Mediabook gekauft. Und zwar Touristars oder Touristars. Ja, im schicken Mediabook hier von Infinity Pictures. Auch auf Amazon gekauft für 19,99 €. Cover A übrigens. Bekommt ihr dort immer noch, allerdings jetzt für 40 €. Also irgendwie komisch. Damals war noch eins auf Lager, jetzt ist wieder eins auf Lager, aber für 40 € und ja, dann würde ich eher mal bei einem anderen Händler vorbeischauen, wenn ich euch wäre. Also da habt ihr schon die Chance, es günstiger zu bekommen, auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus. Richtig schick auf jeden Fall. Hier seht ihr noch meine Limitierungsnummer. Ja. Top Mediabook und jo, dann war's das auch schon mit dem kleinen, aber feinen Update für heute. Und ich würde sagen, ihr macht's gut. Haut rein, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Filmen und zu den Mediabooks in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Movie Pyro 911. Lasst mir wie immer ein Like und ein Abo da. Und ciao!